Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück. Wir haben im vorherigen Teil ja ordentlich jetzt den Angestelltenausweis mal. Sicherheit hier etwas lax ist. Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Er ist ein Universalschlüssel, das ist doch mal nett. Ich kann sogar hier etwas schneller gehen, wie. Achso, mit Leertaste. Sehen wir auch, wo wir hin sollen. Wir folgen der netten Dame mal. Ach, ist das geil, ein Fahrstuhl mit rum. Mit Aquarium. Geil. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Ha? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio. Zweiter Stock. Mhm. So, und jetzt. Okay, das ist cool. Boah. Dann los. Ah, unsere Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stell sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Was hast du gerade gesagt? 5 also, Minuten? Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Ah, also doch die Erinnerung von Desmond. Diese aus den vorherigen Teilen. John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Okay. Warum ist da ein QR-Code? Verdammte Axt. Das ist mir eben schon aufgefallen. Ah, ein Geheimnis erhalten. Oder eine Haftnotiz. Sei es, dass das Leben sowohl heilig als auch profan ist, unbezahlbar und wertlos, flüchtig und ewig. Wir fügen uns. Sei es, dass das Leben aus der Ursuppe so einfach erschaffen werden kann, wie es aus einer stinkenden Petrischale. Wir fügen uns. Sei es, dass die, die vor uns kamen, uns das Leben schenkten und bereit sind, es uns wieder zu nehmen, sollten wir uns ihrem ursprünglichen Plan widersetzen. Wir fügen uns. What the fuck? Das klingt verdammt krank. Was haben wir denn da? Eine blinkende Statue? Nein, ich will da nicht rein. Mach das weg. Und sag mir lieber mal, warum da der Kollege steht. Hm. So, also jetzt bin ich verbunden mit dem Animus. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal. Alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert. Hm. Ich rate einfach mal, das ist Tavanna. Assassin's Creed 4, Black Flag. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Havanna, Kuba, Juli 17, 15. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt.
Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Na? Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteiger in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Tja, wahrscheinlich nicht gerade wenig. Was haben wir denn da? Eine Dirnenschaft. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Ach ja. Das hat er schön formuliert. Hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Ein paar Schwerter kaufen. Gemischtwarenhändler verkaufen Waffen, Munition und andere Gegenstände für Edward. Warum muss der ausgerechnet Edward heißen? Jetzt muss ich an dieses dämliche Vampir-Ding denken. Egal. Schwertset. Britisches Entermesser. Spanische Rapiere. Wir sehen allgemein, erhöht sich fast bei jeder Waffe. Alles aber... Gehen wir nochmal zurück. Zurück. Geh zurück, du Penner. Er geht nicht zurück. Gut, dann kaufen wir britische Entermesser. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Okay. Da gucken wir auch direkt gleich danach, sobald wir uns da oben dieses schnicke Ding besorgt haben. Ich kann nicht da rüber. So, und jetzt hier hoch. Genau. So, her damit. Jawohl, ja. Ein Fragment und auf zum Turm. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Tja, nicht nur daran. So. Und synchronisieren. Wow. Riesig. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit! Halt durch! Er hat mich ausgerauft! Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen! Mein Herz. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege! Tja, dann verfolgen wir den Dieb mal. Gleich hab ich dich, du Hundsfort! Na, komm her, du. Nicht mehr lange. Komm schon, komm schon.
Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Fuck. Nein, lass doch mal los. Ah. Verdammte Steuerung. Oh, der Dieb ist aber auch noch gerade nicht gerade ungelenkig. Komm her, du. Verdammte 9 Meter. Ich glaube, ich war eben deutlich schneller, als ich da über die Gegenstände gehüpft bin, oder? 5 Meter. Komm, 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 komm. Bleib stehen, du Penner. Geht doch. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Rauchbombe und Shanti ist davon geflogen. Uh-oh. Verteidigung durchbrechen. Verdammt, Axt. Ich kann das gar nicht spielen, so wirklich. E, kontern. Oh, wow. Ja, das war's mit den Kameraden. Schauen wir uns auch gerade mal an. Wissen, was an Kleingeld haben die auch dabei. Kann ja nichts dafür, dass ich den Typen da ausschalten muss. So, Abstergo-Herausforderung. 10 Leichenblündern abgeschlossen. Na, dann wollen wir mal zurück zu unserem Kameraden und dem sein, was auch immer gestohlen wurde, zurückgeben. Eigentlich wollte ich gar nicht hier jetzt weitermachen. Ich wollte eigentlich Abstergo erkunden gehen. Das machen wir bei Gelegenheit, sobald wir mal wieder nach außen geschleudert werden. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah ja. Ah, wir sind am Ziel. Rum für all. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Hey. Klingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich habe ihn gewarnt. Oh, voll auf die Nase. Ah, dann gibt's ein bisschen Prügelei. Willst deine Abreibung? Ich geb dir eine. Die anderen lassen den einfach verprügeln. Kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. E packen und werfen, was? Um einen Gegner zu packen und zu werfen, drücken sie E nach dem Konter. Verletzen. Sie eh ums Kontern und dann um einen Gegner niederzuschlagen. Ah, wir kriegen jetzt alles beigebracht anscheinend. Oh, was der Moves drauf hat. Hebt mich doch einer hinten rum. Boom! Doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés.
aus der Zone entkommen. Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbombe mit 6 aus und drücken Sie F, um sie anzusetzen. Rauchbomben machen Ihren Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu entfliehen. Dann benutzen wir mal die 6. Dann benutzen wir es auch. Q drücken, um... Hä? Ich check's grad nicht. Ich hab doch die 6 jetzt gedrückt. So, und wie... Nutze ich diesen Mist jetzt? Verdammte Axt. Ich werde gleich aus dem Animus geschmissen. Nur, dass ich gerade absolut keine Ahnung habe, wie ich diese verdammte Rauchbombe werfen soll. Ach, F drücken. Ja, total vergessen. Na egal, jetzt kümmern wir uns erstmal ein bisschen um die hier. Und F. Verdammt sind das viele. Verdammt. So. Ah. Ich glaube, ich muss wirklich mit der Rauchbombe mal abhauen. Und weg hier. Ich komme hier echt unendlich viele. Da kommen ja echt unendlich viele. Ja, das bringt nichts mehr, wenn ich mich da verstecke will, wenn sie es mitbekommen haben. Na, komm schon, hoch da. So, aus dem Hauptgebiet sind wir jetzt draußen. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwo verstecken. Den Taschendieb rammen. Ach, den hätten wir nur rammen sollen. Okay, das heißt, kann man die Mission wiederholen? SLG-Erinnerungsbewertung. Die war okay. Okay, wir können eine Bewertung abgeben. Als Feedback. Details uns anschauen. Nebenmission. Nee. Okay. Fortsetzen. Ah, in Havanna finden wir anscheinend echt viele Sachen. Nebenaktivitäten, den Kurier fangen und plündern. Ich fühle mich jetzt irgendwie schuldig, dass ich den armen Typen umgebracht habe. Edwards Upgrades, schauen wir uns das aber mal an. Spanische Rapier, französische Paradeschwerter, Espada Anka. Wow, Schwerter wären nicht teuer. Pistolen aber auch. Kapitäns Radschloss. Pistole. Sieht schon cool aus. Freibeutermontur. Montur mit blutrotem Mantel. Piratenmantel. Brauner Mantel und Edwards Kutte.
Ja, man bekommt für sein Geld dann schon ganz schön viele Sachen. Was herstellen dürfen wir aber immer noch nicht. Na gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.